So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Temple Impuls mit Leon Video. Hi. Ihr habt viel verpasst, sage ich jetzt mal. Nicht was Leon angeht, sondern was mich angeht. Ich war letzten Donnerstag in Bielefeld und habe mit meinem neuen Ball gespielt, nichts ahnend. Und dann kam der Ball nicht wieder. Und dann kam er wieder und war ordentlich abgeschabt worden. War ich ein bisschen sauer. Hier mal ein Bild davon eingeblendet. So sah der Ball aus, als er wieder kam. Das war nicht nur Abrieb, sondern es war wirklich vom Ball was weggerieben. Man konnte wirklich diese Lücke fühlen sozusagen. Dann habe ich den Ball da gelassen und den Pro-Shopper den überarbeiten lassen. Und jetzt seht ihr im Bild eingeblendet, so sieht der Ball jetzt aus, heute. Man sieht nichts mehr davon. Ich habe keine Ahnung, wie die das hingekriegt haben. Aber er läuft auch, soweit ich das beurteilen kann, so wie vorher. Und ja. Trotzdem funktioniert der Abyss hier natürlich am besten. Deswegen wird jetzt gleich im ersten Spiel Leon den neuen, alten, kaputten, reparierten Ball werfen. Und ich den Abyss. Weil es sehr ölig wieder heute ist. Und ja, wünsche euch viel Spaß. So, im Gegensatz zum letzten Spiel, was wir gespielt haben, sind wir beide ein bisschen, oder ich bin glaube ich abgesagt. Wir waren glaube ich ungefähr gleich beim letzten Spiel. Mal gucken. Na komm, spring um die Uhr. Ich glaube vielleicht was schlechter. Nee, 134, du bist auch ein bisschen abgesagt. Ich genauso. Ja, das beide ein bisschen schlechter geworden. Naja, aber ihr seht, der Electrify Pearl funktioniert bei Leon sehr gut, solange er ihn schön nach vorne spielt. Er macht dann genug. Bei mir läuft der Abyss immer noch ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt noch den Abyss spielen willst oder. Ich spiele, glaube ich, den Abyss.
Okay, dann spielt Leon jetzt mit dem Abyss und ich mit dem anderen und gucken wir mal, was bei rumkommt. Leon habe ich besiegt. 12 Pins. 128 zu 140. Da seht ihr, wie wichtig der richtige Ball ist. Ne? Ich habe zwanghaft versucht, den kleinen Süßen hier in Richtung Gasse zu bewegen. Ist aber nicht ganz so einfach, wenn da so viel Öl drauf ist. Jetzt im dritten und letzten Spiel spielen wir wieder andersrum. Also er wieder mit dem Bunten, der bei ihm ja sowieso gar nicht so schlecht läuft. Und ich mit dem Abyss. Und dann gucken wir mal, was im dritten Spiel haben. Aber muss ich sagen, das ist zumindest sehr konstant bei Leon. Ja, Spiel 3.
Habe ich dem kleinen, großen Mann noch mal gezeigt, wie der geht hier, ne? 120 zu 213. Ihr seht, es ist der Abyss. Wenn ich den schön nach vorne spiele, der gräbt sich durchs Öl durch mit seinen Zähnen. Und ja, am Anfang, gut, am Anfang hatte ich sehr wenig Strikes, nämlich gar keine. Dann habe ich mich aber noch ein bisschen weiter nach rechts gestellt, ein bisschen direkter gespielt und schon vielen die Strikes. Deswegen, also, richtiger Ball kann wichtig sein. Sehr wichtig sogar. Okay, nächstes Spiel schaffe ich 150. Ja, der will 150 nächstes Spiel machen. Ja, wir können ruhig noch ein Spiel aufnehmen, das passt schon. Muss ja auch einen Anreiz haben, die Leute sollen es ja auch sehen. Also, Spiel 4 kommt jetzt und das ist das letzte. Thank you.
So, Leon leider weiter abgesagt. Anstatt 150 hat er nicht mal 100 geschafft. Naja, ich bin auch abgesagt. Ich habe jetzt nur noch 188 geworden. Also auch bei mir wird es langsam weniger. Das war das letzte Spiel für euch. Ach ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.